Da. Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Ich schmeiße also mal meinen Pult runter. Oh, du bist kein Rocket, kommst du um zu retten? Klasse, vielen Dank. Mrs. Pokémon, Dankeschön. Ja, willkommen zurück zu Pokémon Let's Play. Pokémon Let's Play. Hm. Blattgrün, Nutlock, ein weibliches. Hm. Ja, komm. Why not? Svenja. Jo. Lapras, ja. Das Lapras ist sehr intelligent, hat bisher bei uns im Labor gelebt. Aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du bist Lapras sicher ein guter Trainer sein, ne? Ist ein guter Schwimmer und kann dich über das Wasser tragen. Das ist wirklich sehr schön, ne? Ich werde aber, bevor ich zum Boss gehe, erstmal ein bisschen Rocket Sweeper kloppen. Einfach mal, weil ich die Erfahrung nicht durch die Lappen gehen lassen will. Und es gibt hier noch, Items, unter anderem TMs etc., die ich haben will. Eindringlinge gesichtet. Und ich glaube sogar, hier kann man sich Donnerwelle beibringen lassen, aber ich glaube, keines meiner Pokémon kann diese Attacke, aber egal. Aber der wichtigste Grund von allen ist, dass ich hier Geld bekomme. Denn ich brauche ganz viel Geld für die Spielhalle, damit ich mir jetzt mal so was wie Eisstrahl und Flammenwurf und so leisten kann. Vor allem Flammenwurf für mein armes Flamara, das noch mal nichts kann. Also noch nichts. So, machen wir jetzt mal dieses Retter mit Schaufler weg. Giftblick ist eklig. Los, Schaufler. Wow, ui, sehr schön. Eigentlich muss man im Kampf eigentlich so einen Pokémon Schaufler einsetzen, kommt der gegnerische Trainer, benutzt einen Schlauch und setzt und stopft ihn ins Loch und setzt dann mal, naja, Aquaknarre ein. Hust, hust. Naja. Wäre ein bisschen fies. Nur ein bisschen. Der Tuber ist auch kein Problem. Dann gibt man ein bisschen Erfahrung. Dragosso, das werde ich sicherlich nicht one-hitten können. Da Dragosso eine recht gute Verteidigung hat, wird es ein Volltreffer. Okay. Also, mein kleines Chris Dama, ich nenne mal Chris Dama, das klingt viel cooler als dann Dama oder Chris, ist extrem stark. Ja, ja, der gelbe Sonic. Wähle, was bist du? Ich bin Ash Ketchum. Nee, Moment mal, ich bin ich. Folterknecht. Was für Themen sie haben? Foltern. Folterhilfe! Ja, warum nicht benutzen? Hey, hallo, die übernehmen Saffronia City. Das ist kein Grund. Das Team Rocket die Kontrolle über Silfko übernommen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Du hast zwei Pokémon, das mach Holo, das macht mir nichts aus. Ist kein Ding. Ich mach jetzt einmal Schlitzer und dann ist es weg. Und ja, das kannst du überleben. Macholo hat naja einen guten KP-Pool. Und das macht Giobo. Naja. Schlitzer! Und da ist es down. Das gefällt mir sehr. Dramato. Hat eine akzeptable KP-Pool. Akzeptablen KP-Pool und. Wow. Ja, das kann wehtun. Gut, Chris, zurück. Du hast uns eh nur eine rein. Ich vertraue dieser Verwirrung einfach nicht. Und dann nochmal Sari. Lama. Es macht Kopfnuss. Au. Ja, ich beiß dich. Ramsch. Einfach mal ein Stück Fleisch rausgefressen. Aber Sari, du bist echt brutal. Lama. Okay, ich verzeih dir. So, Level up für Chris. Arrgh. Ich will irgendwie. Ich möchte eigentlich gerne Lapras ins Team nehmen. Mein Pokémon erwartet dich. Mal zwei Wasser-Pokémon. Wobei. Ja, Lapras wäre ein ziemlich gutes Wasser-Pokémon. Oh Gott, ein Elektro. Das Vieh kann kein Finale, oder? Schaufler, bitte sein One-Hit. Oder mach jetzt Finale, das wäre praktisch. Mach Finale. Sei dumm, mach Finale. Okay. Schaufler. One-Hit, bitte. Ich hab so eine Angst. Das Vieh kann Finale, oder? Das Vieh kann Finale. Oh. Oh. Oh, mein Herz. Puh. Das Vieh sollte in der Nutlock Challenge ist wirklich, dass meine Pokémon nicht verlieren. Wir fahren nicht meinen Sandame. Das ist eigentlich ein gutes. Eine spezielle, eine physische Wall, also
Mann, ich verlerne das Sprechen. Da ist in der physischen Spezialverteidigung, was recht da für ein Morgs. In der physischen Verteidigung ist Sandama relativ gut. Hi. Hilf, ich hab Angst. Schön für dich. Das sind Pokébälle, die will ich haben. Und das sind auch welche. Ah. Yes, sir. Wir finden Hyperheiler. Kann ich immer gebrauchen. Doppelleber. Kann ich gar nicht gebrauchen. Fluchtteil. Ja, kann ich gebrauchen. Du. Psst, das ist Verstecke. Okay. Hey, Team Rocket, da oben ist wer. Was? Schnipp sie noch. Nein, Frau Kinder. Tot. Ja, ja. Dieser verdammte Präsident, warum will er ausgerechnet mich nach Tixi schicken? Was? Tixi? Wo liegt denn das? Gibt das in den Pokémon-Spielen? Das wäre ein geiler Insider. Also für ein neues Pokémon-Spiel. Tixi. Wo liegt Tixi? Oder ist das irgendwie ein Wortspiel? Ich verstehe es nicht. Ja, das macht Finale. Ich mach Ultraschall, blödes Vieh. Aber ich bin schneller als ein Voltoball, das ist cool. Und Voltoball wurde vernichtet. Tja. Gegen Chris ist kein Kraut gewachsen. Ah, Smogon. Mach Steinhagel. Ich will jetzt zurückschicken, weil das überlebt, hundertprozentig. Schlammbart. Keine Vergiftung. Scheiß Dreck, Smogon. Ah. Schlitz ihn auf. Eiskalt. Oh Gott! Was kommt denn? Magneton. Oh. Und wer kann noch Schaufler? Sari kann Schaufler. Gut. Du kannst auch Schaufler. Ich will lieber Princess benutzen, weil Sari ist schon ein bisschen angeschlagen. Ultraschall. Ja, mach ruhig. Hier, Schaufler. Oh, Princess war ein Level Up. Und ich glaube, Princess wird nicht mehr allzu lange im Team bleiben. Denn ich denke, wenn ich dann die Kamparena hier gemacht habe, werde ich mir auch ein Kickli holen. Und dieses Kickli wird dann, denke ich mal, ins Team kommen, da ich dann endlich mal ein Kampf-Pokémon habe, was... Eigentlich bringt mir ein Kampf-Pokémon gar nichts. Aber egal, Kickli ist cool. Ein Magnetilo, das ist sehr schön, dass du sowas hast. Das kriegt erstmal einen Durchbruch. Mitten ins Auge. Ja. Es ist blind und K.O. Adios, bye bye. Adios, bye bye. Oh, das ist cool. Und ein Smogon. Body Slam. Wobei, Princess ist eigentlich ziemlich praktisch, wenn ich bedenke, dass der Gegner. Wenn der Gegner Smogon so hat oder Pokémon die vergiften können, ist Princess ziemlich praktisch. Allerdings ist dann in der Top 4 wiederum nicht so praktisch, dass sie dann eigentlich gar nicht zum Einsatz kommen wird. Mist. Und ich freue mich so auf das Trainieren für die Pokémon-Liga, weil das. Wird lange dauern, ne? So, jetzt mein Super Trunk. So, jetzt wieder fit und kriegst noch. Habe ich ein Gegengift? Nope. Ich habe Sonderbonbon. Für später. Ich bewerbe die Sonderbonbons für später auch für die Pokémon-Liga. Und ich weiß noch nicht, wie lang dieses Projekt im Endeffekt wird. Also, sprich, natürlich, wenn alle meine Pokémon sterben, dann ist sowieso klar, dann ist das zu Ende. Aber ich weiß nicht, ob ich dann. Ich das mit dem. Also ich mache die Top 4 hundertprozentig, den Champion auch. Und danach. Ja. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket Brüder. Ich weiß nicht, ob ich die Island noch mache, weil. Es zeigen sich ja einige, mach die scheiß Islands, sie sind einfach. Aber irgendwie habe ich dann keine Lust mehr, weil. Ich muss auch mal sagen, ich muss wissen, wann das Projekt zu Ende ist. Und ich denke mal, auf der Top 4 wird sie dann zu Ende sein. Oder ich will. Oder es geht ja nach Story. Machen wir so. Ich werde einfach mal die Story hundertprozentig fertig kriegen. Sprich, alle Islander machen. Also sprich, Ausnahme ist natürlich 7, weil die hat keine Story. Also ist die Story relevant. Aber, ja, mal schauen. Ich kann es auch nicht sagen. Ich könnte das auch mit der Top 4 einfach abkratzen. Das wäre natürlich auch möglich.
denn die Top 4 kann auch ziemlich fies sein, wie wir wissen. Chris, das macht sehr schön. Das macht Geowurf, das wirft einen Globus nach uns. Juhu. Durchbruch. Ich finde die Attacke im Anime so geil. Geowurf. Wenn Glurak so einen Gegner nimmt, und dann so rund um die Hust-Hust-Erde fliegt, das sah so geil aus. Oder Drachen wurde in Best Witches, das sieht so geil aus. Wenn Kamala die Attacke einsetzt. Warum ist mir nicht gelesen? Das Team Rocket plötzlich braucht man den Versuch, die Welt zu erobern. Ja, würdest du dich dann die Rockets widersetzen? Natürlich. Ich bin immer gegen das Böse. Außer das Böse coole Klamotten trägt, wie Team Magma zum Beispiel. Weil, sorry, Team Magma ist cool. Schaut euch die weiblichen Rüpel an, die sind sexy. Ich philosophiere über die Sexiness, was das ein Wort ist, von Videogamespielcharakteren. Gut, ich sage ein Wort und jeder wird mir zustimmen. Oder ich sage drei Worte. Nein, sieben Worte. Nein. Das sind vier Worte. Final Fantasy 7 Tifa. Mehr sage ich nicht. Falls der nächste siebten Teil vorkam, dann sorry, ich habe noch nie Final Fantasy angeprobiert. Hat überlebt. Das macht Bild. Nein. So, ja. Ich brech dich durch. Boom, boom, Flügel durch und das Maul durch. So eigentlich die Augen, aber. Egal, ist dasselbe. Golbert. Oder wie sagt Golbert in meinem. Golbert, Golbert. Du älter Verräter. Verräter? Wieso Verräter? Ich war nie für euch. Ich war immer gegen euch. Teleporter. Ah, hallo. Hilfe, ich bin damit bei der Dilfco. Ja. Natürlich bist du einer, dann greifst du mich auch an. Ein Slimer, oh nein, ein Slimer. Slimer kein Komprimator. I don't like. Warum? Warum tust du das? Das trifft immer noch. Gut gemacht, Chris. Chris? Chris? Krise. Krieg die Krise, kann Chris nicht mehr aussprechen. Level 33. Sternschauer. Nö. Sternschauer? Im Ernst? Was Schlitzer? Smogmog! Oh nein. Steinhagel. Los, schreck zurück. Wow, das ist eine Defensive. Oh, was macht Smog? Smogmog setzt Smog ein. Na. Oh, schön. So, mach einen Volltreffer. Du schaffst es, Chris. Na. Na, schon wieder Smog. Boah. Na, nicht vergiften. Ah, Chris. Warum? Warum kannst du nicht Expedermis oder sowas haben? Oder kannst du nicht viel relaxer sein und Immunität haben? Oder hieß das Immunität? Ich glaube ja. Jetzt machst du einen Volltreffer. Ja, danke. Du bist ein netter Zandama. Smuggern. Smuggern. Oh, ich bin bloß Gift verletzt. Juhuhu. Gut, Keeper. Auch wenn du schon ziemlich hoch bist, aber I need to damage. Wow. Wow. Wenn der Name draußen gewesen wäre, der wäre jetzt abgekratzt. Ach du Scheiße. Oh. Was ist ein Cheater? Das machen wir Level 26. What the fuck? Oh. Boah, ich das wusste, du hast einen Smog und das Finale beherrscht. Oh, das ist verdächtig, wie dein Smog im Finale beherrscht. Heilige Seekuh. Wow. So, jetzt kommen wir ein bisschen Sari nach vorne. Dann sieht doch mal ein Flamara ein bisschen drin, die nach uns noch keine guten Attacken beherrscht, aber. Well. So, let's go. Bingo! So, wo ist denn die Donnerwelle? Was hier oben? Ich glaube ja. Oder? Ja, hier ist Donnerwelle. Zu Hilfe, nein, bitte nicht! Ich weiß gar nicht, wann ich Rocket League habe, mir ist es ging zu Ende. Sollst du mir, wenn ich einen Pokémon Donnerwelle beibringe? Yo! Ja. Wow! Große Auswahl! Ich glaube, es bringt jetzt gar keinen bei. Oh, aber Donnerwelle ist. Ja, ich weiß, dass es praktisch ist. Aber ich kann es lernen. Ich bin wieder hier. Gut. Ich muss hier lang.
So, komm rein, du kleiner Rocketrüppel. Ah, jetzt geh einen Schritt weiter. Einen Schritt geh. Ha, ich bin einen Schritt weiter. In Gelb kommt hier Jesse, James und Mauzi. Die, naja, die können ja nichts, aber... Dragosso, ich habe großen Respekt vor Pokémon, die einen Typvorteil gegen meine Pokémon beherrschen. Deswegen jetzt erstmal ein bisschen Zorbi benutzen. Oh, mein Stuhl knarzt. Das gefällt mir gar nicht. Das macht Raserei. Mhm. Surfer. Dem Surfer zugute. Adios, Dragosso. Ich habe auch ein Dragosso. Warum trainiere ich es eigentlich nicht? Ach, ich habe einen Sandame, das ist cooler. Mein Nebler wäre auch ziemlich praktisch gewesen, aber Apollo, also Gengar wäre jetzt ziemlich praktisch. Ich meine, Gengar, das Pokémon, das richtig raushaut, reinhaut, raushaut? Das haut Attacken raus, so muss ich sagen. Aber Apollo, nee. Traumato, hm. So, mach ein Biss, Rumsch, reiß ihm die Nase ab. Traumato! Kopfnuss, ja. Gegen meine eiserne Verteidigung kommst du nicht an, Kleiner. Denn ich bin eine Schildkröte, ja. Ich bin ein Ninja Turtle. Roar! Teenage Mutant Ninja Squirtles. Teenage Mutant Ninja Squirtles. So, vernichtet. Welche Pokémon das schickt dazu? Ich glaube, als erstes Pokémon schickt ein Lurino in den Kampf. Also. Dann lasse ich mal Keeper den Vortritt. So. Steht hier warum? Aber den Giovanni machen wir jetzt in der nächsten Episode und hier war noch ein Item. Da! Ah! Wallhack, aktiviere dich! Gut, klappt nicht. So, Leute, im nächsten Part geht's dann an Giovanni. Oh, der Kampf wird spaßig. Aber ich denke mal, wird einfach. Bis zum nächsten Mal. Wieder einschalten. Cheerio!